Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf dem Controller Kongress in München und bei mir im Podcast ist ein Gast, der ja in der deutschsprachigen Community, Controller Community, jedem bekannt sein sollte. Er war von 1990 bis 2015 Geschäftsführer des Internationalen Controller Vereins. Ja, und ist eine Institution der Controller-Szene. Aktuell ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Controller-Akademie und Chefredakteur und Herausgeber des Controller-Magazins. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Konrad Günther. Dankeschön, Herr Blum. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir sind jetzt am Ende des Kongresses und jetzt kann man das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen. Digitalisierung war auch in diesem Jahr auf dem Controller-Kongress wieder ein ganz, ganz großes Thema und der ICV hat dieses Thema natürlich auch schon seit Jahren aufgegriffen und will hier die Vorteile der Digitalisierung nutzen und Controllern Orientierung geben. Jetzt sind Sie ja Chefredakteur, ich sagte das, und Herausgeber des Controller-Magazins, dem offiziellen Organ, kann man glaube ich sagen, des ICV. Welchen Beitrag leistet das Controller-Magazin in diesem Zusammenhang? Ja, ich denke, das sind einfach verschiedene Bausteine, die es gibt. Das eine ist der Controller-Kongress, der Orientierung gibt, aber der findet einmal im Jahr statt. Und daneben gibt es zum Beispiel das Controller-Magazin, das ja auch die Diskussionen über die Fortentwicklung des Controllings widerspiegelt und natürlich auch ein Forum sein will, was ist Controlling, wie verändert es sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Wobei wir im Controller-Magazin immer auch den Blick etwas über den Tellerrand schweifen lassen, indem wir beispielsweise auch Themen behandeln, die nicht auf den ersten Blick vielleicht mit dem Controlling im engeren Sinne zu tun haben, aber natürlich, wenn man Controlling ganzheitlich versteht, durchaus in das Repertoire der Controller hineinpassen. Okay, jetzt ist es sicherlich so, dass jeder Chefredakteur, jeder Herausgeber auch irgendwo Schwerpunkte setzen soll. Sie haben sich sicherlich am Anfang der Tätigkeit, als Sie das Amt übernommen haben, darüber nachgedacht, was sind so meine Schwerpunkte, wo will ich mich positionieren, will ich das Magazin positionieren, auch entwickeln möglicherweise. Können Sie da so ein bisschen Ihre Gedanken mal transparent machen? Wo werden Sie oder wo setzen Sie die Schwerpunkte? Ja, also ich hatte ja gewissermaßen den Vorteil, dass ich viele Jahre das Controller-Magazin als Kunde quasi seitens der Geschäftsführung des ICV betrachtet habe und mir insofern da das vielleicht auch schon ein bisschen klarer war, wie das Controller-Magazin sein soll. Und was ich denke, was wichtige Punkte sind, ist einfach, wie wir zunächst schon sagten, einfach ein breites Forum zu sein für die Controlling-Diskussion oder die Diskussion unter Controllerinnen und Controllern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, auch junge Autoren zu Wort kommen zu lassen. Da ist es vielleicht nicht so naheliegend, dass auch schon mal eine Junior-Controllerin beispielsweise einen Artikel schreibt. Und das ist mir wichtig, das auch zu fördern, das da auch Platz zu geben in dem Controller-Magazin. Also diese auch jüngere Leute zu Wort kommen zu lassen. Und ein dritter Punkt, den ich ganz wesentlich auch finde, ist, dass wir eben die Praxis zu Wort kommen lassen. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von den anderen Zeitschriften, die es ja durchaus auch in diesem Bereich gibt. Wir sind praktisch das Organ der, wir sagen wir manchmal, der praktizierenden Controller, so etwas flapsig. Also mir ist es halt wichtig, dass wir nicht nur, das ist auch wichtig, nicht nur jetzt aus der Wissenschaft irgendwelche Konzepte im Controller-Magazin haben, sondern dass wir einfach auch gut gelungene Beispiele aus der Praxis im Controller-Magazin bringen, wo sich die Leute einfach auch dann sagen können, wow, das ist jetzt interessant, das ist spannend, was kann ich denn daraus lernen und vielleicht auch für meine eigene Praxis mitnehmen. Mein Eindruck ist es auch, dass es Ihnen wichtig ist, die kontroverse Diskussion im Controller-Magazin nicht nur zuzulassen, sondern auch zu fördern. Da darf auch mal gefragt werden, gibt es in 10 Jahren noch Controller? Da darf auch mal gefragt werden,
Gibt es nicht Bereiche, in denen sich Controller selbst abschaffen sollten? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, möglicherweise auch bei unterschiedlichen Mitgliedern im Verein, wie man so ein Thema bearbeitet und welche Meinung man dazu haben sollte. Aber Sie betrachten das Controller-Magazin auch als ein Schmelztiegel gewisserweise, hier darüber sich auszutauschen, die Meinungen dort mal auch zur Diskussion zu stellen und damit entsprechend auch die Diskussion anzuregen. Das ist mir aufgefallen. Ja, ich denke, das ist schon auch wichtig, wie ich eingangs sagte, wir wollen Forum sein für die Controlling-Entwicklung und die Controlling-Entwicklung verläuft ja nicht linear, sondern sie verläuft eben manchmal vielleicht sogar erratisch, wir wissen nicht genau, wohin geht es. Und der internationale Controllerverein selber ist ja auch Teil dieser Entwicklung und breit aufgestellt. Und da gibt es natürlich vielleicht mal die Meinung mehr, das geht in die Richtung oder das geht in die Richtung. Es gibt mehr pessimistische Meinungen, es gibt auch sehr optimistische Meinungen, unglaubliche Chancen, die gerade die Digitalisierung den Controllern bieten. Und das finde ich jetzt auch spannend, genau diese Bandbreite, diesen, wie Sie sagen, Schmelztiegel auch sichtbar zu machen. Denn daraus ergibt sich ja gerade die produktive Diskussion und dann vielleicht auch der nächste Schritt in der Entwicklung des Controllings oder der Controller. Fühlen Sie sich da auch manchmal so ein bisschen mitten im Feuer, dass die einen sagen, das kann man nicht machen, das kannst du nicht machen, das im Controller-Magazin zu schreiben, dieses Interview zu führen, diese Meinung zu vertreten und die anderen sagen, doch, müssen wir es machen. Müssen Sie da ein Machtwort manchmal sprechen und sagen, nein, das gehört dazu, dafür steht das Controller-Magazin oder ja, findet sich da doch am Ende doch immer eine gemeinsame harmonische Linie? Wie muss man sich das vorstellen im Hintergrund? Also so dramatisch, wie Sie jetzt das geschildert haben mit im Feuer stehen, ist es keineswegs. Also dafür kennen wir uns einfach alle lange genug in der Szene, wenn man das so sagen darf, in der Controller-Szene. Ich seit über 30 Jahren und die meisten der Mitstreiter im ICV, mit denen ich die verschiedensten beruflichen Berührungspunkte hatte im Vorstand, aber auch sonstige Funktionsträger im ICV, auch bei vielen Beratungsunternehmen, die Professoren auch. Also da ist die, der Zusammenhalt, denke ich, sehr kollegial, sehr konstruktiv und man kennt sich über viele, viele Jahre und insofern geht da vieles auf Zuruf und nein, also im Feuer stehe ich nicht, aber ich will das nicht verhehlen. Natürlich gibt es auch Diskussionen, ist das jetzt richtig oder ist das vielleicht schon überzogen oder was ist jetzt da das richtige Maß, aber wir kommen da immer zu einem guten Konsens, wie ich denke. Okay, da bin ich beruhigt und ja, von daher ist es auch vielleicht ganz gut, dass jemand entsprechend natürlich in der Position an der Stelle ist, der ein gewisses Standing mitbringt, der ja auch die nötige Erfahrung hat, die auch die nötige Vernetzung hat, wie Sie beispielsweise. Sie sind schon unheimlich lange in der Controller-Szene, im Controlling, unter den Controllern unterwegs. Und man hat heute manchmal den Eindruck, Stichworte wie Digitalisierung, Machine Learning, Deep Learning, künstliche Intelligenz, dass die Dinge immer komplexer werden, dass auch die Diskussionen immer komplexer werden, dass man die Dinge möglicherweise auch gar nicht überschaut. Auf der anderen Seite möchte ich mal mit Ihnen zurückschauen, weil Sie schon so viel Erfahrung haben und so lange im Controlling unterwegs sind. Wie war das eigentlich früher, vor 20 Jahren? Ist das nur ein Eindruck, dass heute alles komplexer ist oder war das früher auch schon alles komplex, nur man verdrängt das alles? Das ist eine sehr gute Frage, also die ich mir selber auch immer mal stelle. Also das ist vielleicht jetzt auch dem zunehmenden Alter geschuldet. Ich persönlich werde da etwas gelassener im Laufe der Zeit, weil ich denke, es ist natürlich schon ein bisschen so, die Herausforderung, die gerade vor uns steht, die kommt uns besonders schwierig vor. Denn die Challenges, die wir bewältigt haben, die haben wir bewältigt und daraus und alles, was jeden Berggipfel, den man erklommen hat, der kommt einem nicht mehr ganz so hoch vor. Und von daher denken wir natürlich jetzt schon, Digitalisierung ist jetzt die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Aber wenn wir einfach zurückschauen,
bevor wir andere Herausforderungen erreicht hatten, dann war die Situation vielleicht schon ähnlich, da haben Sie durchaus recht. Mhm. Also ich kann mich auch erinnern an die Diskussionen, als zum Beispiel SAP flächendeckend in Unternehmen eingeführt wurde. Auch da war die Diskussion, braucht es dann überhaupt noch Controller oder macht das SAP dann alles und von alleine? Und auch, ich weiß noch so, als Excel, bevor Excel überhaupt Einzug gehalten hat und zum Lieblingstool aller Controllerinnen und Controller wurde, dachte man auch, das wälzt das Tätigkeitsbild um. Mhm. Hat es auch getan, ja. Das natürlich schon, aber nicht in dem Sinne, dass auf einmal dann am Ende keine Controller mehr gebraucht werden. Insofern bin ich sehr optimistisch, auch in der jetzigen Zeit für Controllerinnen und Controller, denn ich denke, das, was ja schon immer gefordert wurde, Controller sollen entlastet werden von diesem täglichen Zahlen hin und her schaufeln, da besteht die Chance, das jetzt auch zu erreichen. Mhm. Und da müsste man ja froh und dankbar sein, dass das jetzt technisch erreicht wird und man sich eben dann mehr in die Rolle des Businesspartners beispielsweise hineinbegeben kann, noch mehr, als das vielleicht bisher einfach von zeitlichen Ressourcen her möglich ist. Mhm. Also von daher bin ich zuversichtlich und ja, ich glaube, manches relativiert sich dann auch. Wenn wir in 5 Jahren zurückgucken oder in 10 Jahren auch, dann denken wir, ja, das war eine Herausforderung, aber das haben wir eigentlich, hat die Community dann ganz gut gemeistert. Mhm. Jetzt darf man nicht vergessen, den Controllerverein, den internationalen Controllerverein, den gibt es erst seit 1975, den gibt es nicht 100 Jahre. Und als der Verein gegründet worden ist, da gab es auch noch gar kein Rollenbild, gar kein Berufsbild des Controllers. Jetzt sind Sie ja schon im ICV ganz lange dabei, vielleicht nicht ganz zur ersten Stunde gehörend, aber ich sag mal zu den ersten Stunden gehörend. Gab es eigentlich so Momente, wo Sie gemerkt haben, Mensch, wir prägen hier. Der Controllerverein hat geprägt, das kann man rückwirkend natürlich festhalten, hat Controllerbild geprägt, hat Rollenbilder geprägt. Aber gab es einen Schlüsselmoment, wo Sie gespürt haben, ja, jetzt ist der Verein in einer Position, wo er gerade richtungsweisend mit unterwegs ist? Ich denke, ganz gut kann man das festmachen an einem Moment. Und zwar war das die Gründung der International Group of Controlling, der IGC. Die wurde ja Anfang der 90er Jahre federführend durch den ICV durch den damaligen Vorsitzenden des ICV vorangetrieben. Mhm. Und das war genau dieser Gedanke, dass wir gesagt haben, der ICV alleine prägt das Rollenbild nur in einem begrenzten Maß, weil es gibt eben auch andere Ausbildungsinstitute, andere Schulen auch für Controlling. Und da wäre es eben wichtig, die alle zusammenzubringen in dieser International Group of Controlling, um eben auch international ein bisschen größeren Impact zu haben, als das der damals doch noch mehr im deutschsprachigen Raum verwurzelte Controllerverein sein konnte oder tun konnte. Und insofern denke ich, die International Group of Controlling, IGC, die ja mittlerweile auch eine gewisse Größe und Bedeutung erreicht hat, die Gründung dieser Organisation über den ICV noch hinaus als Sammelbecken für die Controlling-Entwicklung, gerade auch im internationalen Kontext. Das war sicher eine Schlüsselszene im Rückblick, die den Controller und das Controlling-Rollenbild auch geprägt hat. Mhm. Okay, kommen wir noch mal kurz auf das Magazin. Das ist ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange, aber seit es den ICV auch gibt. Also wirklich seit 1975 direkt gibt es auch das Magazin. Wahrscheinlich sah es damals noch ein bisschen anders aus. Ja, durchaus, im Archiv kann man bestimmt nachschauen heute. Klar, es hat sich verändert und es wird auch in der Zukunft sich verändern. Wenn Sie so ein bisschen jetzt auf das Magazin gucken, was sind so die Herausforderungen, die Sie in den nächsten, ich sage es mal bewusst, 5 Jahren nur sehen, denen sich das Magazin stellen muss und wo es vielleicht sich verändern muss?
Also eine große Herausforderung, die betrifft natürlich alle Publikationen, ist einfach die Frage, in welchem Kontext bestehen Printprodukte in der Zukunft im Verhältnis eben zu Online-Produkten oder zu dem, was wir jetzt gerade hier machen, zu Podcasts. Ja. Also das ist natürlich eine Herausforderung, die jeden Verlag umtreibt und wo er auch persönliche Antworten darauf finden muss. Da bin ich insofern ganz zuversichtlich, weil wir ja auch Teil der Haufe Group sind, die digital im Bereich der Digitalisierung sehr weit ein Vorreiter auch ist. Und von daher können wir auch viel auf die Ressourcen der Group zurückgreifen, um eben diese Ergänzung, auch diesen Medienmix hinzubringen. Also von daher bin ich ganz zuversichtlich. Ich bin aber auch nach wie vor der Meinung, dass auch Print Zukunft hat, durchaus, gerade wenn es hochwertig gemacht ist und dass auch in Zukunft Platz ist für längere Artikel, für Fachartikel, weil die Leute eben auch interessiert sind, in die Tiefe vorzudringen. Und das kann man halt in einem geschriebenen Artikel, in einem Printprodukt doch, da hat es ein Alleinstellungsmerkmal. Also insofern bin ich da auch für das Controller-Magazin ganz zuversichtlich. Jetzt haben wir über das Controller-Magazin gesprochen. Wir haben einen Rückblick in den ECV gewagt und darüber gesprochen, wie sich alles entwickelt hat, haben Ihren Schlüsselmoment auch erfahren. Jetzt möchte ich Ihnen natürlich eine Frage stellen, die wir immer zum Abschluss eines jeden Podcasts stellen und bin auf Ihre Antwort gespannt. Hier sind Finanzer, hier sind Controller und die sind teilweise sehr karriereorientiert, möchten Karriere machen im Unternehmen. Und vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung und Ihrer unterschiedlichen Ämter, die Sie auch hier im Controller-Verein und ja auch nicht nur im Verein, sondern auch im anderen Kontext hatten, was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern raten, worauf sollen die achten, damit es mit der Karriere, mit der eigenen Entwicklung in die richtige, in eine gute Richtung geht? Also ganz wichtig, denke ich, ist einfach Offenheit. Mhm. Offenheit für Veränderung, Offenheit für Neues. Es ist ja so, wenn wir uns die Controllerinnen und Controller anschauen, die heute auch von den Hochschulen oder aus der Ausbildung kommen, die sind ja methodisch in der Regel sehr gut ausgebildet. Also da ist ein gutes Fundament gelegt. Was natürlich immer noch im Studium eher zu kurz kommt, ist auch so sind diese Social Skills, beziehungsweise die kann man im Studium vielleicht auch gar nicht so vermitteln, weil dazu muss ich eben on the job, wie man so schön sagt, in der Praxis mir die erarbeiten. Mhm. Und da denke ich, braucht es einfach Offenheit gegenüber Veränderung, gegenüber Neuem. Das ist ganz wichtig. Also auch Weiterbildung natürlich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Controllerinnen und für Controller, denn so wie sich unsere Tätigkeit heute darstellt, so wird sie mit Sicherheit in 5 Jahren nicht mehr sein, 10 Jahren erst recht nicht mehr. Also müssen wir offen sein, diese neuen Dinge zu adaptieren. Das kann man natürlich beispielsweise auch durch das Controller-Magazin, das kann man durch den Besuch solcher Veranstaltungen. Mhm. Ganz wichtig auch direkt in der Unternehmenspraxis halte ich, dass Controller auch ihr Geschäft oder das Geschäft ihres Unternehmens oder das kann ja auch eine Organisation, Non-Profit-Organisation durchaus sein, dass man nah am Geschäft ist und das versteht. Denn ein guter Controller versteht eben auch, was seinen Partner als Businesspartner umtreibt. Mhm. Und das ist das Verständnis des Geschäftsmodells des Unternehmens. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, dass das noch etwas zu kurz kommt bei jungen Controllern, dass denen das nicht so bewusst ist. Also auch da ganz wichtig, schaut euch das Geschäftsmodell an, versteht das Geschäft, über das ihr dann eure Manager beispielsweise beraten sollt. Also wenn ich das richtig gezählt habe, dann war das nicht nur ein Tipp, das war dann auch nicht nur 2 Tipps, sondern dann war das 3 Tipps, die Sie gegeben haben. Und ja, herzlichen Dank, Herr Günther, für diesen spannenden Podcast und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank, Herr Blum. Dankeschön. Danke sehr.